Wir können leider keine Sachen aus dem Quest-Inventar schmeißen, die wir nicht mehr brauchen. So, also, Dukaten bei Danko abholen. Nochmal mit Quark reden. Vielleicht haben wir jetzt endlich den letzten Teil getriggert. Und dann nochmal den Hesinde-Tempel aufsuchen. Mal gucken, ob wir reinkommen. Was kann ich aber natürlich. So. Ja, das mit dem Hesinde-Tempel. Erstmal in unser Anwesen reingehen. Mit Quark nochmal reden. Es muss doch irgendwelche Trigger geben, damit Quark das letzte Teil findet und dass der Magister was findet. Nein. Ich mache es jetzt so wie immer vor dem Hesinde-Tempel in Quicksave. Versuch reinzukommen. Red mit dem Magister. Wenn er mir nichts zu sagen hat, dann lade ich das Quicksave. Also ist es einfacher, als wieder versuchen rauszukommen. Und dann gehen wir zur Holzfällerhütte vor der Stadt. Also vor den Stadttoren. Ach, das ist ja auch hier. Da ist vielleicht ein guter Zufall, dass das genau hier ist. Also da ist der Frenja-Marker. So. Jetzt wähle ich mal auch nur mich aus. Vielleicht hilft das ja auch was. Schon mal nicht. Dann starten wir Drakensang erneut. Bleiben gerade mal im Fenstermodus so lange. Müssen jetzt allerdings den Quicksave laden. Nächster Versuch.
Okay, noch ein Versuch. Diesmal mache ich es etwas anders. Ich lade den Quick Save. Gehe ins Hauptmenü zurück, dadurch überschreibe ich den Spiel fortsetzen Save und klicke auf Weiter, um den zu laden. Vielleicht hilft das ja. Das hat bis jetzt nämlich immer geholfen. Die Sache ist halt die, es trifft immer den Hisindetempel. Nur den Hisindetempel. Sonst haben wir nie solche Abstürze. So, mal gucken. Okay. Jetzt kam ein anderer Fehler. Letzter Versuch. Wenn es dann nicht klappt, dann gehen wir einfach zu Frenia und vergessen den Hisindetempel. Erst einmal. Weil ich will euch nicht die ganze Zeit mit Black Screens langweilen. Ich mach sogar extra wieder Fullscreen jetzt mal rein. So. Geht der Ladebalken wenigstens durch. Oh. Möge hier. Gut, dass ihr kommt. Es ist kaum zu glauben, aber wir haben das Dokument über das Ritual tatsächlich gefunden. Leider befindet es sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Feuchtigkeit hat ihm arg zugesetzt. An einigen Stellen ist die Tinte so sehr verlaufen, dass der Text leider nicht mehr lesbar ist. Einige andere Stellen sind vollständig durchgeweicht und leider auch nicht mehr entzifferbar. Ob das wenige, das noch erhalten ist, euch hilft, weiß ich nicht. Das sind wirklich keine guten Nachrichten. Was habt ihr denn dem Dokument noch entnehmen können? Das Ritual muss auf jeden Fall an einem Ort großer magischer Macht durchgeführt werden. Es gibt in Aventurien vieler solcher Orte. Meist liegen sie abseits der Wege, häufig auch versteckt oder sie sind so unscheinbar, dass sie nicht als das erkannt werden, was sie eigentlich sind. Bei dem Ort, den das Dokument erwähnt, könnte es sich um einen Steinkreis handeln, wie man sie zuweilen findet. Sicher bin ich da aber nicht. Wo sich dieser Kreis befindet, geht leider aus dem Bericht nicht hervor. Nur, das ist immerhin etwas. Habt ihr noch etwas herausfinden können? Ja, eine Sache wäre danach. In dem Dokument wird auch ein Kelch erwähnt. Ja, das mit dem Kelch ist mir schon bekannt. Dieser befand sich in einem Grab im Moorbrück und wurde leider gestohlen. In diesem Dokument wird der Begriff Kelch wahrscheinlich in einem übertragenen Sinn verwendet. Ich vermute, dass hiermit die Person gemeint ist, die die Seele aufnehmen soll. Aber das ist noch nicht alles. Diese Person, die ihr als Gefäß dienen soll, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, sonst schlägt das Ritual fehl. Ach, das weiß ich schon. Die Person, die die Seele aufgenommen hat, hat sich als äußerst angriffslustig gegen jeden entpuppt. Verrät das Dokument auch, welche Voraussetzungen sein müssen? Leider nicht vollständig. Die Person muss auf jeden Fall weiblichen Geschlechts sein. Alles Weitere ist leider nur noch unvollständig erhalten. Aber diesen Passagen entnehme ich, dass die Person wohl in einer besonderen Beziehung zu Hesinde stehen muss. Auch das ist nur eine Vermutung von mir. An dieser Stelle ist der Bericht leider größtenteils nicht mehr lesbar. Neben der Allweisen wird auch noch Mara erwähnt. Es ist auch möglich, dass das Opfer eine Verbindung zu Mara haben muss, oder vielleicht beschreibt es einfach nur den Zeitpunkt, an dem das Ritual durchgeführt werden muss. Hier kann ich wirklich nur raten. Wo ihr gerade Mara erwähnt, ich muss sofort wieder an Frenia denken, aber dass hier ein Zusammenhang besteht, kann ich mir nicht vorstellen. Dieser Gedanke kam mir auch. Schließlich steht sie als Schwester der Mara sowohl zu Mara als auch zu Hesinde in einer besonderen Beziehung. Dazu kommt noch ihr Rang innerhalb des Ordens, der in diesem Zusammenhang auch sehr auffällig ist.
Ihr Rang, was meint ihr damit? Das könnt ihr natürlich nicht wissen. Außenstehenden wird dieses Wissen üblicherweise nicht zugänglich gemacht. Nun, Frenja hat den Rang einer Kelchmaid inne. Eine Kelchmaid, das ist allerdings eine Überraschung. Ihr habt recht, das gibt jetzt auch eine ganz andere Bedeutung. Ich glaube, ich sollte noch einmal mit ihr reden. Das solltet ihr tun. Über den Madamanten habe ich leider keine weiteren Informationen gefunden. Das macht's nichts. In dieser Hinsicht hat sich inzwischen alles aufgeklärt. Vielen Dank für eure Mühe. Lebt wohl. Gut, ein Level Up für uns heißt einen Punkt in Schwerter. Für uns. Und einen Punkt in Feilschen. Überreden brauchen wir dann noch einen Punkt. Feinen Schärfen wäre, glaube ich, interessanter, einen Punkt reinzugeben. Okay, jetzt haben wir alle das nächste Level erreicht. Attributos ist alles eigentlich so, wie es sein sollte. Folgt mir. Gladys braucht erst noch Erfahrungspunkte. Also erstmal geschlossen haben wir. Nachforschung im Jesinde-Tempel. Darin von Kuslik und Adrat Weisenfels haben mir wichtige Hinweise gegeben. Vermutlich spielt Frenja, eine Schwester der Marda, eine wichtige Rolle bei dem Seelenritual. Adrat Weisenfels hat das Dokument tatsächlich gefunden. Leider ist es in Mitleidenschaft gezogen worden und nicht mehr vollständig lesbar. Trotzdem hat es mir einige wichtige Hinweise gegeben. Die Kelchmaid. Adrat Weisenfels konnte mir in Bezug auf das Seelenritual wichtige Hinweise liefern. Der Ort muss ein Ort großer magischer Kraft sein. Da fällt mir der Steinkreis in den Blutbergen ein. Außerdem muss die Person, die die Seele aufnehmen soll, weiblich sein und in Beziehung zu Jesinde oder Marda stehen. Das trifft auf jeden Fall auf Frenja zu. Dazu kommt noch, dass sie den Rang einer Kelchmaid in ihrem Orden innehat. Es ist also offensichtlich, dass Darion Terhaien mit Salina und Firiane die falschen Opfer ausgewählt hat. Ich muss unbedingt zum Stadttor mit Frenja darüber reden. Jetzt kommt das große Spiel. Wie kommen wir hier raus? Natürlich nicht so. Das ist zum Glück hoffentlich das letzte Mal, dass wir in diesen Jesinde-Tempel müssen. Es kann sein, dass dieser Bug, den ich da habe, an dieser Stelle durch die Mod nur schlimmer geworden ist. Okay, wir probieren jetzt genau dasselbe nochmal. Gehen zurück ins Hauptmenü. Machen Spiel fortsetzen und versuchen dann rauszugehen. Hauptmenü. Weil das hat bis jetzt immer am besten geklappt. So. Daumen drücken, Finger kreuzen, was auch immer. Nein, hat noch nicht geholfen. Gut, nächster Versuch. Wenn nicht, dann mache ich halt einen Cut jetzt demnächst, bis ich es rausgeschafft habe. Okay, das heißt, ich mache hier jetzt mal einen Cut. Am besten. Und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Also bis gleich.